Wir befinden uns hier in Leupersdorf bei St. Pölten am Bauernhof von den Hubmanns. Und man sieht hier zahlreiche glückliche Schweine, die ihre natürlichen Verhaltensweisen ausleben können. Wie dieses System genau funktioniert, das erzählen uns jetzt Thomas und Andreas Hubmann. Wir beschäftigen uns circa seit 10 Jahren mit regenerativer Landwirtschaft und das beinhaltet auch die Tierhaltung auf den Flächen. Wir haben begonnen mit Freilandhennen, die in Mobilstellen gehalten werden, und da haben wir auch nach einer Möglichkeit gesucht, Schweine in mobiler Haltung auf unsere Flächen zu integrieren, und sind auf diese Haltungsmöglichkeit in Deutschland gekommen. Da haben wir sich das angeschaut und waren sofort begeistert und haben das auch bei uns am Betrieb dann umgesetzt. Dieses System funktioniert, indem die kleinen Ferkel werden da aufgestellt am Acker, und dann werden die Materialien, die Einstreumaterialien eingegeben, und die Mast erfolgt dann ca. 4-5 Monate auf dem Feld, und nach der Vermarktung wird das Material kompostiert und als Dünger auf die Felder gebracht. Und diese Aufstallung wird abgebaut und auf einer neuen Fläche wieder neu aufgebaut. Ja, nachdem die Schweine vermarktet sind, wird das Zelt und die Banden werden abgebaut und versetzt wieder auf die neue Fläche. Und der Mist wird dann weiter kompostiert, und dann wird eigentlich ein pilzlastiger, hochwertiger, biologisch hochaktiver Kompost erzeugt, der dann wieder auf die Felder gebracht wird und dort den Dünger, den synthetischen Dünger, ersetzt. Ja, am Anfang sind wir eigentlich belächelt worden und ist eigentlich gesagt worden, dass dieses Haltungssystem eigentlich in Österreich nicht funktioniert. Aber mittlerweile sieht man, dass es eigentlich funktioniert, und ja, die Konkurrenten, also die negativen Stimmen, eigentlich verstummen mit der Zeit. Bei uns sind sie in der frischen Luft, in der Sonne. Die Materialien, die wir zur Verfügung stellen, da können sie wühlen. Die Schweine können da in der Erde wühlen. Wir haben verschiedenste Möglichkeiten der Fütterung. Es gibt nicht nur Schrot. Man kann auch Silagen oder Grünfutter oder Heu einsetzen. Das Stroh haben sie da zur Beschäftigung. Und sie haben da den dreifachen Platz, als wir gesetzlich vorgeschrieben ist. Ja, die natürlichen Instinkte eines Schweines sind halt im Boden wühlen. Das ist eigentlich die Hauptbeschäftigung. Und hier können sie auch im Sommer, wenn es noch zu heiß ist, können sich eine Sule anlegen und sich dort abkühlen, weil die Schweine halt keine Schweißdrüsen haben zum Kühlen. Und deswegen brauchen sie eigentlich die Sule zur Temperaturregulation. Ich war gestern bei einem Vollspaltenbodenbetrieb, nämlich sogar vom stellvertretenden Obmann des Oberösterreichischen Bauernbundes. Und wenn ich das mit dem vergleiche, ist 101. Das eine ist eine reine lebenslange Quälerei. Die Tiere blutig von oben bis unten, geschwollene Gelenke, Husten, Lungenentzündung, tote Tiere, auch mitten in den Buchten. Hier eigentlich total gesunde Lebewesen, die fröhlich herumlaufen. Man sieht wirklich also Lebensqualität. Der große Unterschied, kurz zusammengefasst, diese Tiere haben Bewegungsmöglichkeit, sie können laufen und sich bewegen. Sie haben frische Luft, Sonne, grüne Pflanzen in der Umgebung, was diese Vollspaltenbodenschweine nie erleben können. Und sie stehen auf einem weichen Boden und sie können wühlen in dem Boden. Es ist ein Naturboden mit Stroh. Sie können also wühlen, das ureigenste Bedürfnis von den Schweinen. Also das ist 101, das ist einfach nicht zu vergleichen. Und wenn ich mit den Leuten spreche von dem Betrieb gestern, dann sehen die kein Problem. Und da muss ich echt sagen, solche Leute sollten eigentlich keine Schweine halten. Weil ich meine, wenn man blutige Schweine sieht, tote Schweine sieht, Schweine, die überhaupt keine Lebensqualität haben, und man sieht kein Problem, bitte, dann macht's was anderes. Während hier, da ist auch das Engagement der Menschen, die das betreiben, da ist offensichtlich eine Liebe zu dieser Sache und offensichtlich ein Interesse am Wohlbefinden der Tiere. Das macht einfach den großen Unterschied aus.
Wir haben da bis jetzt seit 2 Jahren die Schweine im Freien. Wir haben nur nicht einen einzigen Medizinaleinsatz gebracht. Wir haben keine Impfung und keinen Antibiotikaeinsatz sowieso nicht. Wir haben auch keinen einzigen Fall von Kannibalismus. Es ist eigentlich vom Gesundheitlichen völlig problemlos, die Schweine da im Freien zu halten. Ja, das hat uns zu Beginn ein bisschen geärgert, dass man da keine Subventionen kriegt. Mittlerweile sind wir aber froh, dass wir das System aufgebaut haben, ohne dass wir Subventionen brauchen. Und ich finde das auch gar nicht mehr notwendig. Vom Investitionsaufwand her ist das sehr gering. Die Kosten entstehen da durch die Materialien, die man einsetzt und den erhöhten Arbeitszeitbedarf halt. Ja, Subventionen sind, die hätten uns da nichts gebracht. Wenn wir auf Subventionen gewartet hätten, hätten wir die Schweine noch immer nicht im Freien. Von der Bevölkerung wird das eigentlich überwiegend positiv aufgenommen und die Resonanz ist eigentlich auch sehr positiv uns gegenüber. Und wir kriegen eigentlich immer sehr gute Rückmeldungen, auch von den Produkten und vom Fleisch, Geschmack und Qualität. Ja, die Visionen, es ist natürlich in Zukunft einmal angedacht, auch hier die Zuchtschweine auch im Freien zu halten, mit freier Abferkelung, aber das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik derzeit. Ja, unser Fleisch gibt es, oder die Produkte von unserem Betrieb gibt es in regionalen Selbstbedienungsläden und in Zukunft auch in der Gastronomie, in der Umgebung. Ja, und so könnte man, und wenn man natürlich so eine Produktion unterstützen will, muss man auch die Produkte kaufen. Das Problem, das wir haben, ist, dass die großen Player, das Landwirtschaftsministerium mit einem großen Budget, die AMA, die 34 Millionen Euro von uns Steuerzahlern und Steuerzahlerinnen geschenkt bekommt, eine falsche Realität vorgaukeln. Die Werbung dort ist immer mit Stroh, obwohl diese Tiere überhaupt kein Stroh bekommen. Und die Landwirtschaftsministerin sagt, unsere Schweinehaltung ist vorbildlich. Sie meint aber nicht den hier, den Betrieb, und sie war hier auch noch gar nicht. Sie will diese Art von Projekten eigentlich überhaupt nicht, sondern sie fördert diese Vollspaltenbetriebe, wie man da unten einen sieht. Ja, und da werden die Konsumenten und Konsumentinnen an der Nase herumgeführt. Und es ist sehr schwierig für uns, so kleine idealistische NGOs und Menschen, die sich halt engagieren, diese Botschaft umzudrehen und da die Realität zu zeigen. Deswegen versuchen wir ständig, aktuelle, brandneue Bilder aus den Vollspaltenbetrieben an die Öffentlichkeit zu bringen, damit die Menschen sehen, wie das wirklich ausschaut. Aber das ist wirklich eine Herkulesarbeit und in gewissem Sinne auch eine Sisyphusarbeit, weil dann ständig wieder die konträre Botschaft aus dem Landwirtschaftsministerium kommt, die natürlich mehr Leute erreicht, weil das halt sehr schwierig für uns ist. Und das ist der Zeitpunkt, wo man einen Schritt zurückgehen sollte. Man sollte wieder zu einer Haltung zurückkehren, die einfach ist und simpel. Und das ist hier der Fall. Man hat eine direkte Begegnung mit den Schweinen. Es gibt keine technisierten Geräte. Es gibt vielleicht gerade noch einen Wasserschlauch. Aber ansonsten organisieren sich die Schweine selbst. Und man gibt einen Zaun rundherum, den man mit der Hand aufstellen kann, und ein Zelt. Also einfacher geht es nicht mehr. Und man sieht, den Schweinen geht es 1000-mal besser.